Hallo, ich bin Charlotte Weise und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Influencerin für nachhaltige Themen, also alles rund um Umweltschutz, aber auch Selbstliebe, Lebensfreude. Ich zeige ganz viel mein vegetarisch-veganes Essen, im Moment größtenteils vegan und habe einfach ein paar Tage jetzt abgefilmt, was ich so gegessen habe. Es war auch alles vegan. Habe immer versucht, es zu erklären, was da alles drin ist und habe euch das jetzt alles hintereinander zusammengeschnitten und ja, ich hoffe, ich kann euch damit inspirieren und viel Spaß dabei. Ich mache jetzt am frühen Morgen einen leckeren Porridge. Da ist jetzt schon der Topf an, da kommt jetzt gleich die Haferdrink rein, dann die Haferflocken und die geschroteten Leinsamen, weil geschrotete Leinsamen kann man erst nur verwerten, wenn die komplett sind. Scheidet der Körper die einfach so wieder aus, wie sie waren. Die Birne habe ich jetzt schon klein geschnitten, die Banane mache ich erst am Ende drauf, das mag ich nicht so gern, wenn die matschig wird. Und die Birne kommt jetzt auch in den Topf. Jetzt ist schon die Birne drin und diese Flohsamen habe ich noch mit reingetan, so ein paar. Und immer wenn das beim Rühren so ein bisschen fester wird, gebe ich noch Haferdrink dazu, damit es wieder flüssiger wird. Der Porridge ist jetzt fertig, da sind die Gewürze jetzt noch mit drauf und die Verbindung von Kurkuma, Zimt und Pfeffer ist besonders gesund. Also Kurkuma ist ja sowieso so ein Vorbeuger gegen Krebs und wenn man Krebs hat, kann es die Krebszellen wieder verschwinden lassen oder verringern lassen. Und ja, also super gesund und stoffwechselanregend auch wieder und immunsystemstärkend und ja, diese Verbindung ist einfach perfekt. Soll man auch zusammen trinken, zum Beispiel in der goldenen Milch, könnt ihr mal googeln das Rezept, wenn man erkältet ist oder Fieber hat, das hilft total. Wir haben wieder Hunger, deswegen habe ich jetzt ganz viel Gemüse, was ich noch hatte, in eine Auflaufform gegeben und dazu Olivenöl, den Ofen auf 180 Grad vorgeheizt, weil Olivenöl darf nicht heißer als 180 Grad. Erhitzt werden und da ist jetzt noch ein Rosmarin und ein Kürbis dran, der sonst weggeschmissen worden wäre. Den habe ich auf dem Markt umsonst bekommen. Ansonsten Champignons, Brokkoli, Salz und Olivenöl. Ach nee, und noch Zucchini. Ich lerne gerade und während ich lerne, stopfe ich mir gerne irgendwelche komischen Sachen rein wie Schokolade oder so, was natürlich auch mal lecker ist, aber besser ist es ja, wenn man auf was Gesundes zurückgreift. Deswegen habe ich mir jetzt einfach Möhre, Gurke mit getrocknetem Tomatenhumus von Alnatura gemacht und ein bisschen Leinsamenöl drüber und das esse ich jetzt. Ich habe mir jetzt zum Frühstück ganz viele Pflaumen und Mirabellen klein geschnitten und die Kerne rausgemacht und dann irgendwie zwei ganz kleine Teelöffel mit Sojajoghurt drüber gemacht und Flohsamen mit schwarzem Sesam, Zimt, Kurkuma und Pfeffer und das lasse ich mir jetzt schmecken. Bei uns gibt es jetzt zum Mittag Nudeln mit Pilzpfanne. Da ist Hafersahne drin, Tofu, Petersilie, ganz verschiedene Pilzarten vom Markt, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl und den Rest schreibe ich dazu. Hafermilch hat nur 180 Kalorien, 200 Gramm und normale Sahne von der Kuh hat 580. Also ist schon ein krasser Unterschied. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Zum Mittag gibt es schon wieder diese ganz einfachen Kartoffelscheiben ohne alles bei 180 Grad im Ofen. Und dann habe ich noch ganz viel Gemüse, was wir so im Kühlschrank hatten, zusammengewürfelt. Am Anfang mit Olivenöl angebraten, die Zwiebeln mit dem Knoblauch. Und dann noch drei frische Chilischoten dazu von unserem Chilibaum. Und dann das alles weiter angebraten, immer wieder mit Wasser und Gemüsebrühe abgelöscht und am Ende noch ein bisschen Sojasahne, Weißwein, Pfeffer und Salz dran. Das war's. Jetzt gibt's bei uns eine Gemüsepfanne mit allem möglichen, was wir zu Hause hatten. Jetzt gibt's Abendbrot, einfach Hummus mit Tomate und ein bisschen Gurke. Ich bereite jetzt gerade Nudelauflauf vor, habe Zucchini und Tomate da schon reingeschnitten mit Pfeffer und Salz. Und hier ist die Brühe, die gleich noch dazukommt. Das ist Olivenöl mit Hafersahne, Pfeffersalz, dann so eingelegten Knoblauch. Da kann man aber auch frischen Knoblauch reinmachen, ein bisschen Kräutersalz. Und genau, das kommt jetzt gleich darüber, noch Nudeln dazu und dann
in den Ofen. Bei mir muss es mal wieder sehr schnell gehen. Einfach vegane Tortellini mit einer Pilz- und Zwiebel-Knoblauch-Pfanne. Und dafür habe ich einfach nur so fertig Tortellini bei Alnatura gekauft, vegan. Und dann mit Weißwein und Kokosmilch mit Pfeffersalz, dann so noch Knoblauchpaste und Weißwein. Bei uns gibt es jetzt wieder ein ganz schnelles Essen, einfach Nudeln mit Tomatensauce und ganz viel Brokkoli. Und ich habe am Anfang Olivenöl mit Knoblauch angebraten, dann Rosmarin, Oregano und Thymian dazu gemacht mit Pfeffersalz und Chilischoten von so einem Chilibaum. Brokkoli dazu, eine ganze Tomatendose und Kichererbsen und das war's schon. Ganz bisschen Rotwein noch mit rein in die Soße. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich total über einen Daumen nach oben und eine Abonnierung freuen. Und wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, schreibt mir auch gerne darunter bitte noch ein Video oder so, damit ich ein bisschen Feedback habe. Es würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!